Hallöchen, liebe Zockerfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Test. Heute geht's um das Spiel Need for Speed für die Xbox One. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal los und drücken die A-Taste, um das Spiel zu beginnen. Verbinden mit EA-Servern wird aufgebaut. Ich habe gestern schon mal das Spiel ein bisschen gespielt und muss sagen, ich bin sehr erstaunt, wie gut das neue Need for Speed wirklich geworden ist. Es ist endlich wieder mal Need for Speed, meiner Meinung nach, das dann doch wieder den Wurzeln entgegenkommt. So, hier sehen wir uns das, die Übersicht des Hauptmenüs ein bisschen an. Hier oben sehen wir unseren Rang und wie weit wir das Spiel schon gespielt haben. Bei meinem Fall sind wir Rang 11, glaube ich, und 15% haben wir gespielt. Hier kommen wir direkt zum Spiel. Hier gibt es die Tageschallenges. Da gibt es ein klar. Das weiß ich jetzt gerade nicht, was das ist. Crew-Spiel, da können wir im Multiplayer zusammen Rennen fahren. Also Leute, wenn ihr mitfahren wollt, dann addet mich doch einfach auf der Xbox One. Mein Gamertag Red Dragon Game 1. R, D und G ist groß. Einstellungen gibt es natürlich zu Genüge. Einmal die Möglichkeit für EA Access zu registrieren. Ich glaube, ein Monat ist sogar gratis. Lackierungen und Autos können wir natürlich bewerten und Fotos können wir auch anschauen. Aber jetzt würde ich mal sagen, legen wir los und rein ins Spiel. Was ich sehr positiv finde, sind die Videosequenzen. Die sind sowas von gut gemacht und auch die deutsche Synchro. Die hat was sonst was keiner hat. Und es ist einfach, es ist so wie in echt. Also sie sind zwar, glaube ich, eh in echt aufgenommen worden, aber dass das so gut rüberkommt. Und auch die Ingame-Spiele-Grafik mit dem Wasser, ey, Leute, ihr müsst euch das Ding holen. Das ist wirklich mal eine Empfehlung wert. Ja, im Spiel gibt es dann auch noch die Möglichkeit des Smartphones. Wenn man mal nicht abhebt, so in dem Fall ruft er noch in ein paar Minuten oder Sekunden zurück. Hier sehen wir schon mal die Garage. Unser Subaru, den wir schon ein bisschen getunt haben, und auch das Fahrverhalten ist im Gegensatz zu Beta sehr gut geworden. Heute trifft er nochmal. Ein Rennen werden wir wahrscheinlich eh machen, aber wir können uns mal anschauen, was wir alles machen können. Und zwar, wir haben da einen Teileingang, Nachrichtenposten. Da stehen alle Teile drin, die neu in unsere Garage hinzugekommen sind und die wir einbauen können. Und ja, schauen wir uns mal die Farben an. Da können wir eigene Lackierungen erstellen. Und ich würde mal sagen, ich lackiere da mal ein bisschen was. Also sind eigene Folien, die schon erstellt sind. Und sehr nice. Ich würde aber gerne doch eine eigene Lackierung nehmen. Kann man da irgendwie... Oder gibt es da nur... Dann müsste es doch normalerweise Farben geben. Farbe. Oder auch nicht. Ja, ist doch egal jetzt. Das war nur jetzt mal das Beispiel. Dann können wir hier noch in der Optimierung selbstverständlich alles verändern, was wir hier sehen. Sei es eine Schürze. Die gefällt mir, aber die nehme ich gleich mal.
gezahlt wird hier mit dem verdienten, weiß nicht, Respektpunkten heißen die, glaube ich. Okay, Scheinwerfer können wir noch nicht tunen. Dann können wir den ganzen Schmarrn hier noch. Schmarrn, der klingt blöd. Können wir noch bisschen konfigurieren. Da erinnert mich jetzt an Carbon als Beispiel. Also da haben sie wirklich mal wieder die ganzen Need for Speed Serien zusammengebraucht. Finde ich sehr nice gelöst. Schreibt mir mal eure Meinungen in den Chat oder in die Kommentare, je nachdem, wo ihr das Video gerade anschaut, wie ihr das neue Need for Speed so findet. Da hinten natürlich auch noch, wenn wir vorne schon ein bisschen was reißen, da ist eh, glaube ich, alles gleich, oder? Ne, da musst du beide Seiten. Was habe ich denn da jetzt genommen? Ich glaube, eh das, oder? Okay, mehr können wir da noch nicht machen. Schauen wir weiter und zwar in die Handling-Abstimmung. Da können wir das ganze Handling natürlich ein wenig noch einstellen für Driften etc. Ja, die Leistungen, da gibt es alle möglichen Pakete. Da können wir mal durchschauen. Haben wir schon ein neues NOS-System zur Verfügung? Ja, haben wir. Das bauen wir uns doch mal ein, denn NOS ist doch ein bisschen wichtig. Ja, da gibt es eben ganz viele, viele und auch der Sound ändert sich je nach Tuning dementsprechend. So, aber jetzt würde ich sagen, geben wir mal ab. Ja, machen wir Arbeit. Fahren wir mal aus der Garage raus mit unserem neu gepimpten Fahrzeug. Und man kriegt auch immer Nachrichten hier beim Wartebildschirm eingeblendet. Das ist so wie Twitter, so ein System. Die Mitspieler twittern da, also die Charaktere twittern und das kannst du dann eigentlich mitlesen. So, und da hören wir auch schon den Sound und man sieht auch schon das Wasser, wie das dann wie eine Fontäne wegfährt. Nee, nicht schon wieder. Vergeigt, aber die Leute stehen auf dich. Mann, kennst du noch Brim? Den Typen vom letzten Rennen? Er gibt keine Ruhe, will Revanche. Nur du und er. Siehst du, was du anrichtest? Gefällt mir. Bis dann. Peace. Ja, man hört auch schon jetzt den Sound. Warte mal, Leute, ich zeig's euch. Und je nach Tuning hat man auch eine bessere Beschleunigung. Am Anfang schläfst du fast ein, aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, bin ich schon sehr zufrieden mit unserem Subaru Impreza. Auch das Driften ist sehr gut möglich. Das war zwar nicht ganz perfekt, aber das ändert sich eben auch je nach Tuning. Also im Großen und Ganzen kann ich sagen, Leute, kauft euch das Spiel. Es ist echt eine Empfehlung wert. Für jeden Need for Speed Freund. Ja, jetzt schauen wir uns dann mal die Karten an. Da war ja ein Rennen. Ne, schauen wir gleich die Nachrichten an. Da haben wir eben alles nochmal zusammengefasst und da können wir eben dann den Ort auf der Karte markieren. Und dann uns entweder eine Route geben lassen oder wir lassen uns gleich teleportieren. Ich würde sagen, lassen wir uns teleportieren, geht schneller. Und dann können wir auch schon das Rennen begutachten. Achso, ich bin schon wieder zu weit. So, okay, neben sind wir immer die Speedwall mit unseren Freunden. Und ich würde sagen, ich stelle mal kurz. Okay, jetzt habe ich schon auf Start gedrückt. Also, los geht's. Beim Rennen fällt mir auf, die Gegner haben einen gewissen Gummibandeffekt. Das kennt, da weiß ich, was ich meine. Ich meine eigentlich das, dass die Gegner einen unaufhaltsam überholen und dann auf einmal wieder voll abbremsen. So in der Art. Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen. Oh! So kann es auch gehen. So, wir haben 19 Checkpoints.
Hoppala, oi, was machst du? Ich weiß es nicht. Ich bin überfordert. Nee. Oh, die Bullen. Ja, auch in diesem Spiel gibt es wieder die altbekannte Polizei. Aber die kann uns nichts. Bis jetzt zumindest. Aber was sie noch nicht ist, kann sie noch werden. Und wir zünden das NOS. So hieß das Ding, ne? Nitro wollte ich zuerst sagen, aber das ist ja egal. Ja, wir haben die Bullen fast wieder abgehängt, oder haben wir schon abgehängt? Ich glaube, wir haben schon abgehängt. Also die zeigen noch nicht ganz so viel Widerstand, wie ich eigentlich erwartet hätte. Doch, da sind sie wieder, die Kipferli. So, und da kommt das Ziel. Das dürfen wir ohne Probleme hinter uns bringen, denn wir haben ja die eine da am Anfang ausgetrickst. Hier eben alle Details zum Rennen. Eine Nachricht, wie gesagt, ist so ähnlich wie Twitter, wird dann hochgeladen. Unser Level wird gesteigert, je nach Speed, Style, Crew und die anderen ganzen anderen Sachen. Ich habe es nicht so schnell da lesen. Normalerweise bekommt man dann noch einen Anruf. Ah, genau, da ist er schon. Siehst du, das geht voll ab. Ich kann nicht aufhören. Ein paar Blocks weiter ist schon das nächste Treffen. Wir sehen uns da. Mal schauen, okay, machen wir das gleich, würde ich sagen, oder? Wenn wir schon dabei sind. Warte auf der Karte. Und dann Teleport. Geht am schnellsten. Ich möchte euch ein bisschen was zeigen. Ja, im Prinzip ist das dann auch schon Need for Speed an sich. Nachher zeige ich euch noch, wenn es möglich ist, eine Videosequenz. Jetzt bin ich mich verfahren. Verdammt, wartet mal. Ein Traktor. So, jetzt starten wir das Ganze. Komme in die Top 3 Torch mit Ingo. Das ist jetzt ein Drift-Event. Es gibt auch wieder verschiedene Events, die sehr spannend aufgebaut sind. So, wir haben jetzt da noch ein richtiges Rennen Drift-Event mäßig. Und wir brauchen hier einfach die Punkte. Ich bin noch nicht ganz so der Profi, was das angeht. Eine Frage an euch, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare oder in den Chat. Driftet ihr mit der Bremse oder mit der Handbremse? Hey Mann, die Cops hier machen mir echt das Leben schwer. Ich starte einen letzten Versuch, danach düse ich ab. Treffen wir uns und fahren einen aus. Wir sehen uns. So, ich bin noch auf Position 1, aber das werden wir uns hoffentlich bald mal ändern. Ich fühle mich noch nicht ganz mit der Handbremse da wohl. Ich hoffe, das wird noch. Aber mit der Bremse geht es ein bisschen leichter, meiner Meinung nach. Hey. Oh, verdammt. Wir brauchen da ein bisschen mehr Punkte, Leute. Ich bin so richtig schlecht im Driften noch. Wow! Wow! Ja, Leute, das kann auch passieren. Auch rausfliegen kann man leider. Dann kriegt man, glaube ich, die Punkte auch nicht. Genauso war es leider. Gerade wenn es gut laufen würde, dann kriegt man den nicht. Ach komm. Heute läuft's nicht mit den Driften. Ja, auch andere Mitspieler fahren hier im Rennen plötzlich mal gegen die Richtung. 22, wir sind auf Position 2. Können wir dann noch trotzdem was reißen? Könnte was werden, vielleicht. Ein bisschen was haben wir noch vor uns.
Jack immer sagt. Echt jetzt? Ich fahre nach Hause. Komm vorbei, wenn du Lust hast. Okay? Bis dann. Geht ab, seid ihr am Start? Hashtag Underground Drift Riot. Tja, und man merkt auch, das Rennen läuft in Pausen und wie weiter. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Aber kann man nichts machen und man hat auch vorher gesehen oder gehört, besser gesagt, die Leute verwenden die moderne Sprache mit Hashtags. So, aber wir müssen eh nur treffen. Oh, das geht super. Der trifft was super. Jawohl. Der war jetzt wieder für den Arsch. So, jetzt muss ich noch schnell was gucken. Und jetzt geben wir schon wieder Gas. Vollgas mit Nitro. Oh, scheiße. Das hätte ich gerne gesehen von euch. Mann, der fährt so langsam, dass ich nicht mal einen gescheiten Trick krieg. Danke. Ach komm, gib Stoff. Schöner! Okay, der war nicht so schön. Angefangen hat er schön, aber das war's dann wieder. Mann, geht's, fahr doch mal schneller! Das meinte ich mit dem Gummiband-Effekt, der ist doch ein bisschen extrem. Oh! Ob wir das Rennen schaffen, ich glaube nicht. Wenn ich ehrlich bin. Zumindest nicht mit der Quote. Okay, der war jetzt nicht so schlecht, da können wir ein bisschen was rausholen. Jawohl, 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 jawohl. Aber das reicht nicht. Wir brauchen da noch ein bisschen mehr, aber es ist nicht mehr weit. Hoppala. Jetzt brauche ich wieder ziemlich viel Speed, glaube ich. Schön gemacht, sind wir auf Position 2 vorgerutscht. Aber trotzdem hätte ich mir das ein bisschen besser vorgestellt, was ich da produziere. Ja, ich glaube, das war wohl nichts. Mal schauen. Doch, es hat gereicht. Es hat gereicht, Leute.
Ein Wunder. Hier wieder die Meldung und die Bewertungen. Und jetzt schauen wir uns eine Videosequenz an, würde ich sagen. Junge, was du da raushaust. Und ich? Ich fahr hier nur Mist zusammen. Mach weiter so, Bro. Warte nicht auf mich, Niete. So, hier sieht man auch noch eine Spezialsache. Man kann bei verschiedenen Stellen einen Donut drehen oder ein Foto schießen, um Punkte zu kriegen. Das machen wir jetzt mal. Und jetzt kriegen wir normalerweise dann gleich Punkte. Genau, jetzt kriegen wir Punkte. Und wir haben 4 von 30 schon. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns endlich eine Videosequenz an. Ich muss nur schauen, wer im Dinner jetzt wartet. Fahre Sprintrennen? Nein. Das war nur so eine Nachricht. Irgendwo einer war im Diener, glaube ich. Okay, dann fahren wir halt zur Halle. Dann können wir mal eine Videosequenz sehen. Auf mit dem Teleport! So, und hier brauchen wir dann nur noch bestätigen und dann sehen wir auch schon, wie wir hier in die Halle fahren. Ob das unsere Garage ist, ich glaube nicht. Aber egal. So, und hier sehen wir eine Videosequenz. Wie ich schon sagte, die sind echt aufgenommen und die sehen echt Hammer aus. Auch das Spiel sieht an sich Hammer aus. Hi! Ich dachte schon, mittlerweile hätten du und Spike dieselben Tattoos. Oh, der Laden ist super, was? Oh Mann, ich verhungere. Wo ist meine verdammte Pepperoni-Pizza? Mein Magen isst sich schon selbst. Oh, Lebensretter. Ist erst ein paar Stunden alt. Du musst ein paar Leute in der Stadt kennenlernen. Oh mein Gott. Die nennen sich Risky Devil. Die fahren echt krasse Karren mit Klebeband, Schnüren und so. Hauptsache, sie kurven um den Block. Siehst du das? Bei der Felge würde Amy ausrasten. Total. Aber diese Jungs sind einfach nur auf ihre Narben stolz. Oh, Rob. Kannst du kurz mal hier aushelfen? Das ist zu viel für mich. Oh, sollen wir Händchen halten? Dieser Kerl. Also ich bleibe hier. Mach diese Jungs aufmerksam, okay? Wir sprechen uns später. Jetzt geht's ab auf den Drift Train. Bis dann. Ja, und jetzt sieht man hier wieder, wie das Ganze dann wieder ins Spiel überfließt. Wie ich meine, ist sehr gut gelungen. Also, was meinst du, Ross? Und wir haben was freigeschalten. Einer für alle. Es gibt so viele neue Gesichter. Du hast deine Crew gefunden. Zudem fahren diese Outlaws unscheinbare Autos. Die meisten habe ich nur auf der Straße gesehen, wenn die Cops hinter ihnen her sind. Hey, Spikey, was gibt's? Hey, hör zu. Ich hoffe, ich kann was aufziehen, wie damals. Ihr wisst schon, Treffen in den Hügeln. Vielleicht, ich weiß nicht. Ohne mich, Kumpel. Hab noch was laufen. Ich fahr zurück zum Bunker. Muss mich noch um was kümmern. Genau, sorry, Spike. Hab noch was vor. Hey, was soll's? Ist okay. Wir sehen uns. Bin auch raus. Manu, fähr zum Bunker. Das kann nur einen Grund haben. Genau, wir treffen uns dann da, Mann. Pronto. Oh ja, der Bunker? Manus Versteck, dieser verlassene unterirdische Laden. Ziemlich abgeräumt, aber ganz spaßig. Wird euch gefallen. Peace. Ja, okay, Leute, ich würde sagen, das war jetzt der kleine Einblick in das neue Need for Speed und ich bin auf eure Meinungen in den Kommentaren wirklich, wirklich gespannt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über ein Like freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Red Dragon Gamer. Ciao Leute und bis